So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe jetzt wieder einmal Speicherplatz freigemacht. Also ich muss immer sagen, das TikTok braucht diese nicht viel Speicherplatz auf dem Handy. Und wenn ich da immer zwei oder mehrere Videos raufspüle, dann ist immer der Speicher voll. Ja, also was wir vorher gesehen haben, eine Wandergruppe von der BFA. Ich hoffe, das sieht man noch, dass da die Kamera noch gelaufen ist. Also die dürften da immer wandern. Also das heißt, die kommen da sicher wieder zur BFA auf, wenn man nicht, die gehen halt die andere Richtung. Ich halt die Richtung. Ja, also da sieht man wirklich, wie schön diese Gegend ist, die Bäume. Also echt eine wunderbare Gegend. Und ich muss sagen, bis jetzt ist der Weg ziemlich einfach zu gehen. Jetzt haben wir eine leichte Steigung. Gut, ich bin jetzt ein bisschen langsamer, dass ich nicht aus Atem komme. Ich meine, notfalls aber kann ich auch wieder retour gehen. Aber wie gesagt, da sieht man wirklich, wie schön das Haus ist. Aha, da ist ein Haus. Vorne, das ist glaube ich schon eine Straße. Ja, und ich werde auch schauen, dass ich das Video irgendwie doch zusammenschneiden kann. Muss ich es halt dann, wenn es nicht anders geht, halt kürzen. So, Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen schnaufe. Aber ja, und da unten ist dann schon Autostraße. Ich meine, durch die Bäume, glaube ich, sieht man es jetzt nicht mit der Kamera. Ja, das ist dann schon Autostraße. Ah ja, und wenn man da dann rechts rauf geht, ist man dann bei der Pensionsversicherung. Oder in der Reha. Das ist dann die Hauptstraße, wo es, ich weiß nicht, wo die hier geht. Also hier. So, und wenn man jetzt hier raufgehen würde, wenn man hier jetzt rauffahren würde, dann würde man hier zum Reha-Zentrum der BFA gehen. Also zum Reha-Zentrum kommen. Ja, also ich werde den Weg jetzt einmal für euch retour gehen, weil da auf der Straße, glaube ich, ist nicht so interessant, weil ja die Kamera einfach abgeschnappt ist. Aufgrund meines Speicherplatzes. Ja, ich werde jetzt einmal die ganze Zeit nichts reden, genieße den Spaziergang. Ich werde mir dann die Videos ansehen und dann werde ich entscheiden, welche Videos ich dann einfach, welche einfach ich euch zeige. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich nur den Retourweg rein tue. Oder vielleicht gebe ich alles rein. Ich lasse mir das jetzt einmal durch den Kopf gehen. So, also ich wünsche euch dann viel Vergnügen beim Ansehen. Und genießt mit mir die wunderbare Gegend hier. Bei einem wirklich sonnig und warmen Wetter.